Hallo, wir sind heute auf dem Münster Trödelmarkt. Ja, eigentlich wollte ich das filmen, aber hier gibt's gar nichts. Wir waren hier, das war eine pure Enttäuschung. Da ist ein bisschen was da. Aber irgendwie im Grunde gab es gefühlt nichts. Aber da hinten sind Dixi-Klos. Ja, aber so, das ist das. Ich will jetzt nicht nochmal näher ran, weil das war wirklich eine pure Enttäuschung. Außer der eine Typ, ich weiß nicht, ob man das da sieht, da ist ein Fernseher. Da hat so ein Afrikaner so einen Fernseher gekauft. Der war so glücklich. Ich bin hier mit Mubarakson. So, das ist Alex Fahrrad, das habe ich mir für den heutigen Tag ausgeliehen. Traurig und jetzt sind wir bei Kölle Zoo. Vorhin waren da riesen Fische, hier ist ein Hase. Nein, ein Zwergkaninchen, aber ich weiß nicht, wie gut man den sehen kann. Ja, ich meine, aber in einem kleinen Käfig. Du kannst sie rauslassen, dann fliegen die in deine Wohnung rum. Und dann fängst du sie später wieder ein und tust sie wieder in den Käfig. Meine Tante hatte mal Wellensittiche. Diese Nymphensittiche. Hallo? Hier ist auch eine Maus. Der hat gerade die ganze Scheibe sauber gemacht, der Schwarze. Jetzt macht er den Stein sauber. Davon ernähren die sich. Ich kenne mich ein bisschen aus mit Fischen. Hier haben die auch einen Riesen. Ich glaube, das ist sowas wie ein Teich. Nee, das ist ein offenes Aquarium einfach. Garnelen. Hier, man kann ungefähr die Größe abschätzen, so. Die sind echt viel größer. Da von der Pute der Hals. Pute der Hals? Ja, da. Rinderohr. Rinderohr. Da ist gar nichts drin. Aber hier sind die Füße. Bei 2 Likes ist das alles Mubarak. Wir haben aus der Lidl-Bäckerei die beste, vor allem. So eine Geflügelrolle, das heißt Frikandelrolle, Schokobrötchen und so eine Calzone Margarita. Und die hatten einfach so einen Kakao. Also nicht mal Kakao, sondern Milchschoko. Es ist, ich weiß nicht, wie ich das gleich trinken soll. Ich gucke. Ja, das ist echt sehr suspekt. Das hat geklappt. Wie trinke ich die Kacke jetzt? Ja, das sieht aus. Hört man dich überhaupt? Das weiß ich nicht. Aber das ist voll schwer. Muss es klappt, dass da was rauskommt? Oh ja. Du musst einfach drücken. Das ist echt das Umständlichste, was ich je gesehen habe, ne? Das sieht richtig komisch aus. Es klappt halt, ist aber nicht entspannt. Du. Guck mal, ich muss das so seitlich tun. Obwohl, vielleicht auch so. Hier ist das auch gepolstert, um das besser festzuhalten. Sag mal nochmal. Das ist so Luft oder so. Wir waren gerade in so einem asiatischen Laden, jetzt sind wir in so einem anderen. Hier gibt es Eddos und Cassava. Ja, die sind immer richtig. Wir lassen das Alex vernünftig. Ja, egal. Ja, Alex wartet auf Wunsch in der Innenstadt schon so seit 20 Minuten oder so. Richtig ehrenlos. Ja. So sieht der Laden von draußen aus. Das ist der rechts. Das ist Münster zwischen so in der Nähe der Ludgeristraße. Einmal habe ich hier das gekauft, das Kokosnusswasser. Dieser Affe hat mich so angesprochen. Da Mochis, für die haben 92 oder sowas gekostet. Und diesen Pudding. Die wahren Leute wissen, wer diesen Pudding immer isst. Oh nein, ist das nicht schlecht. Oh, wow. Flo und Alex und Mubarak wissen, wer diesen Pudding isst. Ja, Alex, wer isst diesen Pudding immer? Ich den ersten. Alex testet jetzt die Mochis. Ja, okay, warte doch. Mach halt. Ja, okay. Digga, das schmeckt nach Mehl. Nach Mehl?
Ja. Unterschreibst du diese Meinung? Nach Nussmehl. Nach Knete, die mit Mehl überzogen wurde. Oh ja. Ja, schmeckt gar nicht so gut. Junge, die bleiben auch extrem im Hals, ne? Ja. Noch ein? Nein. Ja? Sicher. Hast du noch ein oder was? Ich habe auch eine Pfandflasche gefunden, Alex. Stabil. Wo haben wir Lidl? Okay, die Aufnahme ist an, ne? Schon seit fast einer Minute. Das passt. Ich teste jetzt diesen Affen-Kokosgetränk. Boah, nee, Digga. Boah. Junge, teste mal bitte. Ich glaube, wir haben einen anderen Übergang. Oh, boah. Das ist echt nicht meins. Boah, nicht meins. Das ist echt. Wie denn mit den Rockies? Du. Warum? Doch, bitte. Schmeckt nach? Nach den Mochis, die wir gegessen haben. Ja, ich habe irgendwann vergessen zu filmen. Auf jeden Fall, ich habe Sachen gekauft, zeige ich später.